Nach der tödlichen Messerattacke auf einen jungen Mann auf einem Hausflur in Berlin-Kreuzberg ist der Täter weiter auf der Flucht. Ein 26-Jähriger war in einem Haus in der Stresemannstraße niedergestochen worden. Er starb wenig später an seinen schweren Verletzungen. Ein Anwohner hat das Ganze bemerkt, den Mann sozusagen gefunden und die Polizei alarmiert. Augenzeugen berichteten, sie hätten einen Mann mit einem blutverschmierten grauen Pullover flüchten sehen. Die Mordkommission ermittelt. Die Kollegen sind hier vor Ort, haben jetzt die Tatortarbeit übernommen und sichern selbstverständlich Spuren. Des Weiteren sind wir hier mit Mantrailer-Hunden vor Ort, die versuchen, eine Spur des Täters zu finden.